Lonnie, also known as Jonathan, also known as Jesus on The Chosen. How has it been for you playing this person, Lonnie Frisbee? Oh, it's been awesome. I mean, it's he's unlike anybody else I've ever played before, and I just feel grateful to try to bring him to life in this story, and it's an amazing story, and you get to see all the facets of his character, what he represented for the Jesus people movement, and the power that God used in him to heal people and to bring people to Christ. It's been an honor. Well, I want to thank you both for being a part of it. Great to be with you. War es sogar großartiger, als Jesus in The Chosen zu spielen? Oder soll ich vielmehr sagen, einen falschen Jesus? Wir werden noch zu The Chosen kommen. Nicht heute, nicht in dieser Präsentation, aber da werden noch einige Vorträge auch zu folgen. Aber nachdem all dem, was wir studiert haben in Teil 1, und nochmals, wenn ihr das nicht angeschaut habt, bitte guckt euch das an als Grundlage, damit ihr verstehen könnt, warum ich hier zu folgenden Aussagen kommen werde. Dann ist es doch, muss ich sagen, sehr, sehr erstaunlich, nachdem all, was wir gehört und studiert haben, dass Jonathan Rumi zu solchen Aussagen kommt. Denn er ist das große Gesicht, was auch vom evangelikalen Christentum promotet wird und traurigerweise auch von etlichen Leuten unter den Übrigen, unter Gottes wahrem Volk, die diesen katholischen Schauspieler Jonathan Rumi promoten. Und dieser katholische Schauspieler Jonathan Rumi spielt Lonnie Frisbee, der, wie gesagt, mit großer Wahrscheinlichkeit ein homosexuelles Leben geführt hat, im Okkultismus war, im Spiritismus war. Und ich muss euch auch sagen, nach all den Recherchen, die ich jetzt die letzten Wochen gemacht habe, viel Zeit damit verbracht, mir Dinge anzugucken, um mir wirklich ein gutes Bild zu machen von diesen Dingen, habe mir Predigten von Lonnie Frisbee angehört, wie er sich gegeben hat, wie er aufgetreten ist, seine Art und Weise, den Inhalt natürlich, den er vermittelt hat. Da muss ich euch ganz ehrlich sagen, so wie Jonathan Rumi, und das sage ich jetzt ganz fair, wie Jonathan Rumi Lonnie Frisbee präsentiert, nach dem, was ich in den vielen Trailern und so weiter in Ausschnitten gesehen habe. Ich habe den Film nicht gesehen, das werde ich auch nie tun. Aber alleine das, was veröffentlicht wurde, an Szenen, die man sehen kann, und was ihr jetzt auch ein bisschen davon schon gesehen habt, dann sieht man, dass er ihn nicht, muss ich ehrlich sagen, nicht auf die Art und Weise spielt, wirklich gut wiedergibt. Ich spreche jetzt nicht von ob das jetzt gute Schauspielerkunst war oder nicht, das meine ich nicht, sondern ihn nicht auf diese Art und Weise porträtiert, wie Lonnie Frisbee oft war. Es war nicht immer so, dass er dieser total charismatische Typ war, wie wir in manchen Videos ihn auch mit Catherine Kuhlmann zum Beispiel gesehen haben. Da kommt er sehr charismatisch rüber. Aber viel oft, wenn man sich seine Predigten anschaut oder auch andere Begebenheiten, wo er gesprochen hat und wo sie ihn gefilmt haben und so weiter, da sieht man sehr oft, dass es nicht so dieses immer nur charismatische und liebevolle Persönlichkeit war, wie oft eben von Jonathan Rumi jetzt in dem Film dargestellt wird. Auch wenn wir noch darüber sprechen werden, ist es trotzdem wichtig, schon mal festzuhalten, dass wir verstehen, dass wenn wir über Jonathan Rumi sprechen, der eben Jesus in The Chosen spielt, was nichts anderes ist, wie einfach eine Zusammenführung von der Lehre der Mormonen, die absolut unbiblisch ist, des Katholizismus und auch der evangelikalen Welt, wie das zusammengemischt wird. Und ich möchte euch jetzt im Zuge dessen einen Clip zeigen aus einem Interview, das vor einigen Wochen stattgefunden hat, was Jonathan Rumi gegeben hat. Und bitte hört sehr aufmerksam zu. In poking around about Lonnie Frisbee, I discovered that his funeral was held at Robert Schuller's Crystal Cathedral in Garden Grove, California, which is now a Catholic cathedral. It's ironic. Yeah. Isn't it? So yeah. Interesting. He was a big fan. Lonnie was a fan of St. Francis. When he started preaching, he would... I could see that. Mm-hmm. He had a walking stick. He had a leather mantle. He probably was barefoot for a lot of the time. And he carried a bag slung around him in which he had a bottle of olive oil that was stuffed with pieces of cinnamon and frankincense. And he would anoint people, you know. Like, oh, wow. Anoint people in the name of the Father, Son, Holy Spirit, and so he had talked about like being a fan of St. Francis. Einfach nur ironisch, Zufall oder geplant? Es ist interessant, dass Lonnie Frisbee, der in dieser katholischen Kirche beerdigt wurde, die früher eine protestantische Kirche war,
dann ist es für mich viel mehr symbolisch, was hier stattgefunden hat. Es ist übrigens eine Kirche gewesen, wo Billy Graham ein Interview gegeben hat, dem Pastor damals, wo er ganz klar einen Weg aufzeigt, dass Jesus nicht der einzige Weg ist in den Himmel. Nur mal so als Randnotiz. Aber für mich ist das Ganze symbolisch, was hier stattfindet. Denn die Bibel spricht ganz deutlich in der Prophetie darüber, Offenbarung 13, 16, 17, 18, dass genau das passiert, dass Ökumene stattfindet, dass Protestanten geschluckt werden von den Katholiken und dass Lonnie Frisbee, der ja sehr in Gunst des Katholizismus war, wir haben das gesehen, denn wenn jemand wirklich vom Heiligen Geist geführt wird, dann erkennt er, wie konträr das Ganze zur Schrift ist, der Katholizismus, und stellt sich nicht so auf, dass er in Gunst ist von katholischen Heiligen wie Franziskus von Assisi und so weiter. Was übrigens uns auch zu der Frage führt, er hat sich ja auch sogar, hat er gesagt, so gekleidet, ja, wie Franziskus von Assisi. Was uns aber zu der Frage führt, wofür Assisi eigentlich steht. Und hier heißt es in einem Artikel der ökumenischen, und hier heißt es in einem Artikel des Ökumenischen Rates der Kirchen, Vertreter verschiedener Religionen sprechen in Assisi über den Frieden. Und das ist sehr interessant, weil die Bibel uns ganz klar sagt, in 1. Thessaloniker Kapitel 5, Vers 3, dass wenn sie sagen werden, es ist Friede und Sicherheit, dann kommt das Verderben schnell über sie, wie die Wehen über eine schwangere Frau. Und dieser Ruf immer mehr nach Frieden, ja, egal auf welchen Ebenen, aber vor allen Dingen auch hier, wenn die Welt dazu gedrängt wird, ja, wir sind satt, ja, alles, was in der Welt passiert, wir brauchen jetzt Einheit. Wir brauchen Einheit. Hat Jesus ja auch gebetet für Johannes 17. Es wird übergangen, was die Bedingungen wieder sind für Einheit, nämlich Wahrheit. Aber Assisi ist Sinnbild dafür, für den Weltkirchenrat und die katholische Kirche, um hier zusammenzukommen, nicht nur die, sondern auch die anderen falschen heidnischen Religionen, um zusammenzuführen in diesen ganzen Pool von Babylon. Hier heißt es in diesem Artikel, den ökumenischen Einsatz lebt die Gemeinschaft San Egidio als Freundschaft, im Gebet und auf der Suche nach Einheit unter den Christen der ganzen Welt. Nachdem der, Klammer auf, sogenannte, Klammer zu, heilige Johannes Paul II. 1986 das Friedensgebet von Assisi einberufen hatte, hat die Gemeinschaft den Aufruf des Papstes am Ende dieses historischen Treffens aufgerufen, verbreitet die Friedensbotschaft und lebt den Geist von Assisi. Wer hat aufgerufen? Der Papst. Sagt Offenbarung Kapitel 13, Vers 3 uns nicht über das erste Tier, über das Papsttum, dass die ganze Welt verwundert dem Tier nachläuft, besonders natürlich die übrigen, die ganze Welt. Was sehen wir hier, was passiert? Das heißt nicht, dass die Leute alle katholisch werden, sich eintragen in der katholischen Kirche, aber dass sie diesen Geist der Ökumene nehmen, was ein satanischer Geist ist. Und ich sage das so deutlich, weil es auch in meiner Gemeinde teilweise propagiert wird. Ja, nicht von allen Geschwistern, es gibt treue Geschwister, die das erkennen. Aber leider hat dieser Geist auch in unserer Gemeinschaft Einfluss genommen. Und es ist ein spiritistischer Geist, der von unten kommt, weil er zurückführen soll zur Mutter. Wo die Bibel aber sagt, dass es die Mutter der Hurerei und Gräuel ist, der Erde, aller Gräuel auf Erden. Und ich sage das aus dem Herzen heraus, nicht anklagend, ich war selber katholisch und ich liebe, den Großteil meiner Familie ist immer noch katholisch. Und ich liebe sie, habe sie gern. Aber als ich angefangen habe, das Wort Gottes zu studieren, und gesehen habe, wie Gott ist und was seine Lehre ist. Ich konnte nicht mehr katholisch bleiben. Es geht nicht. Wenn ich die Wahrheit liebe, wenn ich Gott wirklich liebe, dann ist es unmöglich, katholisch zu bleiben. Und es ist unmöglich, in diesen abgefallenen protestantischen Kirchen zu sein. Man muss der Wolke folgen, wo sie hinführt, wie sie Israel damals geführt hat, ja, zur Wahrheit hin. Und das haben wir besprochen, was Gottes letzte Gemeinde ist. Aber hören wir mal weiter. Jonathan Rumi, sehr aufmerksam zu. So, before I started work, I went over to Christ Cathedral and I sat by his grave and I prayed a rosary with him. Bis hierhin erstmal, es geht jetzt gleich noch weiter. Was hat Jonathan Rumi gemacht? Er ist an das Grab gegangen von Lonnie Frisbee. Dann hat er was gemacht? Dann hat er einen Rosenkranz, was einfach nur Heidentum ist, hat einen Rosenkranz gebetet. Wie hat er diesen Rosenkranz gebetet? Mit Lonnie Frisbee zusammen gebetet. Ist der nicht tot?
hat einen Rosenkranz gebetet mit einem toten Menschen. Natürlich nach Katholizismus, nach katholischem Verständnis, und auch viele Protestanten glauben, dass wenn jemand stirbt, er direkt in den Himmel fährt. Aber lest bitte mal 1. Thessaloniker, Kapitel 4, Verse 13 bis 17. Die Bibel sagt uns ganz klar, dass niemand, und da gibt es viele andere Stellen, dass niemand auferweckt wird oder jetzt schon in den Himmel geht, vor der Wiederkunft Jesu. Und dann gibt es zwei Arten der Auferstehung. Eine für die Gerechte und 1000 Jahre später für die Ungerechten. Jesus hat immer wieder betont, dass der Tod ein Schlafzustand ist. Ja, Johannes Kapitel 5 und viele andere Stellen. Das ist ein wichtiges Thema, das zu studieren. Aber was macht Jonathan Rumi hier? Wenn wir uns das Verinnerlichen vor Augen führen, ist es nicht einfach, einen Rosenkranz zu beten mit irgendjemandem dort an einem Grab, sondern was er hier macht, ist das, was die Bibel bezeichnet als Totenbeschwörung. Nekromantie, ja, Necromancy. Es ist das Totenorakel sozusagen zu befragen. Es ist Spiritismus in seiner reinsten Form, mit den Toten zu sprechen. Die können nicht sprechen, sondern es sind Dämonen, mit denen diese Leute in Kontakt kommen. Und deshalb sagt die Bibel auch, weil Gott uns so sehr liebt, in 5. Mose 18, da sagt er ganz deutlich, dass Gott diese Dinge hasst, dass es ihm ein Greuel ist, dass wir mit diesen Dingen zu tun haben. Nun, liebt Gott Jonathan Rumi? Absolut, keine Frage, er liebt ihn, ja. Aber er hasst das, was er macht. Es ist ihm ein Greuel, ja, dass er diese Dinge praktiziert. Weil es damit zu tun hat, mit unserem ewigen Leben. Und Gott will nicht, dass wir verloren gehen, dass wenn wir am Tisch sitzen mit den Dämonen, er will das nicht. Aber sehen wir hier, ja, was diese Leute wie Jonathan Rumi und so weiter, was sie tun. Sie treten direkt in Kontakt mit Dämonen. Das ist das, was hier passiert. Ein wahrer Christ, der auf die Bibel gegründet ist, ja, der würde erstmal sowieso nicht in solchen Filmen mitspielen, ja, von Hollywood, würde sowieso kein Schauspieler sein, das ist nochmal Thema jetzt für sich. Und diese angeblichen christlichen Filme, die auch von Hollywood hier propagiert werden, führt ja auch dazu, dass Christen auch natürlich mehr und mehr Hollywood akzeptieren, ja, mal gerade noch so als Randnotiz, aber auch vielmehr eben, dass diese versteckten Dinge wie Homosexualität, Okkultismus, Spiritismus eingeführt werden und die Leute einfach ja in Massen darauf reinfallen und einfach ein blindes Auge haben an diesem Punkt. Und das sehe ich leider auch eben teilweise in meiner eigenen Gemeinde, ja, dass die dann The Chosen spielen, sogar als Evangelisationszwecke laufen lassen, Poster aufhängen, Leute einladen, doch zusammen The Chosen zu schauen, einen Jesus anzugucken, wie sie ihn noch nie gesehen haben. Ja, keine Frage, weil es nicht der biblische Jesus ist. Und diese Leute spielen in diesen Filmen und gehen dann auch rein, schauen sich vielleicht Jesus Revolution an, propagieren das. Ja, vielleicht sehen wir es auch demnächst bald in unseren Gemeinden. Ich kann euch nur warnen davor, ja. Wenn man das weiß, wenn man das alleine nur diesen Ausschnitt hier sieht, und weiß, was Jonathan Rumi, wie der drauf ist und was er macht und das noch viel, viel mehr zu ihm zu sagen. Wir kommen noch dazu in anderen Präsentationen. Aber wenn man das alleine nur sieht, ich sollte jetzt, wenn ich das erkenne, wenn der Heilige Geist jetzt an mir wirkt, sollte ich jetzt auf dieser Stelle Buße tun. Ich sollte Gott danken, dass er mir das zeigt, dass das Sünde ist, diese Dinge anzugucken und diese Dinge zu verbreiten, vor allen Dingen auch noch in Gottes Gemeinde, als Evangelisationszweck zu benutzen. Möchte ich einladen, Gott ernsthaft, ich sage das aus dem ehrlichen Herzen heraus, Gott um Vergebung zu bitten, auch vor deine Gemeinde zu treten und um Vergebung zu beten, dass du diese Dinge schaust und weitergibst und zu Evangelisationszwecken gebrauchst. Denn wenn du es nicht tust, ich möchte ganz ehrlich sein, ich glaube, dass du mit deinem ewigen Leben hier spielst. Und das sage ich nicht aus einem verbitterten Herzen heraus, sondern aus einem liebenden Herzen, weil Paulus gerungen hat mit den Gemeinden. Er hat gesagt, ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und den Dämonen Kelch. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilnehmen und dann zugleich am Tisch der Dämonen sitzen und mit ihnen speisen und diese Dinge wirklich in euch hineinnehmen. Und nochmals, ich sage das in aller Liebe, aber auch klar, weil ich glaube, dass wir keine Zeit mehr haben, Spielchen zu spielen. Gott liebt uns so sehr. Er ist für dich und für mich gestorben. Und
Er will einfach nicht, dass wir am Tisch mit Dämonen sitzen. Es geht nicht. Wir können nur einem Herrn dienen und das von ganzem Herzen. Nun, obwohl ich bald, wie gesagt, eine Studie zu The Chosen auch veröffentlicht werde und eine Reihe von weiteren Gründen aufzeigen werde, warum kein Christ, noch keiner, der interessiert ist am Christentum, diese Serie schauen sollte, sollte dieser Punkt alleine, den wir gerade studiert haben, ausreichen, um die Finger komplett von The Chosen zu lassen. Nämlich eine Person wie Jonathan Rumi, die sich im Spiritismus befindet, sich damit beschäftigt, das praktiziert, diese Person Jesus porträtiert. In einem Interview mit der US Today sagte Jonathan Rumi, alle, die mich als Jesus in The Chosen mochten, sehen mich nun als eine andere Art von Hippie. Darf ich euch mal die Frage stellen, ist das die Art und Weise, wie wir über unseren Schöpfer und Erlöser sprechen sollten? Eine andere Art von Hippie? Oh, he didn't realize he's buried there too. He's buried there. Yeah. Oh well, I'm gonna have to go take a look at that. Yeah, it's powerful. In fact, I sat down and I prayed with him. The space just to his right is empty, so I got to sit down or lie. At one point, I even lied down because I just thought it would be kind of interesting to try to connect in some way. Und ich glaube sogar, dass Jonathan Rumi sich verbunden hat. Aber nicht mit Lonnie Frisbee, sondern mit Dämonen. Nochmals der Hinweis, Teil 4 in der Serie Gefangen im New Age, ein ganz, ganz wichtiger Vortrag. Wenn ich das Thema verstehe, was die Seele ist, was die Sterblichkeit oder Unsterblichkeit der Seele wirklich bedeutet, wenn du dieses Thema schon mal verstehst für dich, biblisch gegründet bist, was wirklich die Seele ist und dass es keine Unsterblichkeit der Seele gibt, schaut euch bitte diesen Vortrag an. Dann bewahrt dich das schon mal, kann ich dir sagen, zu einem absoluten Großteil vor den massiven Endzeittäuschungen. Es ist nicht das Ganze, aber es ist ein massiver Block, wenn der verstanden wird. Denn wir sehen Leute wie Jonathan Rumi, der ein katholischer Mystiker ist, der einen anderen katholischen Mystiker gespielt hat, angeblich Protestant, aber Jonathan Rumi, ja, selber von sich gesagt. Und Gottes Volk rennt dahin und guckt sich diese Sachen an, konsumiert diese Dinge. Es ist unfassbar, ja. Aber lass uns einmal anschauen, was während dieser Verbindung denn dann passiert ist. That's probably more information than you need or may even want to publish. But that said, it's the truth. And so I finished praying with him. And I said, Lonnie, I want to honor you with this film. And I really want to bring justice and you know, the testament to the gifts of God's grace and powers that you displayed while you were on this earth. And so if this is a good idea that I do this film, have somebody give me a sign. Give me a sign, have God give me a sign. Mm-hmm. And the minute the words left my mouth, behind me there was a door open to the cathedral, and this giant chord rang out for about 5 seconds. And then from stopped. The organ. From the organ. Wow. So I heard that and I was like, okay, thanks for that. Haben wir nicht eben bereits schon etwas gehört über Zeichen und Wunder, die sie gebraucht werden? Gibt Gott heute noch Zeichen und Wunder? Auch keine Frage. Aber um das zu unterscheiden, müssen wir, meine Lieben, viel, viel tiefer in das Wort Gottes hineingehen. Es muss die Grundlage unserer ganzen Erfahrung sein. Könnte ich einfach nur sagen, der Heilige Geist ist auf mir und so weiter, wenn er uns nicht in die Wahrheit der Schrift führt. Was hier aber passiert ist, dass Protestanten geführt werden in die Totenbeschwörung hinein, in den Spiritismus hinein, genauso wie Lonnie Frisbee das gemacht hat, führt auch Jonathan Rumi die Leute in den katholischen Mystizismus hinein. Well, as a Catholic myself, I don't know a lot about this. I've never heard of Lonnie Frisbee or yeah. Chuck Smith or Greg Laurie. And I'm vaguely familiar with the evangelical world, more so because of the films, especially that Kingdom has been doing. Yeah. But it's another world. Yeah. And so what was it like for you to just suddenly become immersed in this? It's also a Christian world, but it's a completely different Christian world than Catholics are used to. Und das ist in der Tat so. Aber es scheint wohl keine Rolle mehr zu spielen, denn wenn wir uns beide Systeme anschauen, sei es der Katholizismus oder selbst für den Protestantismus, scheint es keine Rolle mehr zu spielen, dass die zwei einfach konträr sind voneinander.
Die einen berufen sich auf Tradition, auf ein Werksevangelium, die anderen berufen sich auf eigentlich die Schrift, merken aber gar nicht mehr, dass sie nur noch einen Namen tragen, weil auch bei den meisten von ihnen Lehre keine Rolle mehr spielt. Das kann aber nicht sein, weil Jesus nicht geteilt ist, er ist nicht gespalten, ja? He is not divided. Entweder Katholizismus oder biblischer Protestantismus. Entweder Babylon mit all den ganzen Sachen, die da hineinspielen, oder biblischer Protestantismus. Entweder habe ich diesen falschen Propheten, einschließlich des katholischen Sonntages, diesen heiligen Ruhetags, oder ich habe wirklich einen biblischen Protestantismus auf der ganzen Schrift stehend, einschließlich des siebten Tags Sabbats. Jesus ist nicht geteilt, er ist nicht gespalten, es geht nur das eine oder das andere. Da ist kein Middle Ground, ja? Da ist kein Mittelweg auf dem Ganzen. Entweder das eine oder das andere. Ich muss mich entscheiden und das sehr, sehr bald. Aber hören wir uns einmal die Antwort von Jonathan Rumi daraufhin an. Yeah. Well, I think my introduction to this ecumenical sense of fraternity began with The Chosen, because mm-hmm. you know, Dallas Jenkins is an evangelical Christian. You know, there's a bunch of a variety of denominations working on that series. And when you work with each other, when you talk to each other, the thing that we all have in common is that we love Jesus. And, you know, that's who we want to praise and worship. Ihr habt es gerade aus seinem eigenen Mund gehört. Was ist das Ziel des Ganzen? Die Ökumene zu pushen. Ihr habt es gerade selber gehört aus seinem eigenen Mund. Genau das, was die Bibel prophezeit, was passieren wird, was orchestriert ist vom Teufel. Und kein Wunder, dass The Chosen, Jesus Revolution, Asbury, all diese Dinge von der Welt so stark gepusht und promotet werden und keinen Widerstand geleistet wird, weil Lehre keine Rolle mehr spielt. Was dieses Buch sagt, spielt keine Rolle mehr. Hauptsache, wir haben alle gemeinsam, dass wir Jesus lieben. Aber seine Gebote, was er will von uns, schmeißen wir weg. Ich heirate diese Frau, aber was sie von mir will, was sie für ein Verlangen hat, was sie mag und so weiter, was sie gerne möchte, mit mir erleben möchte, das schmeiße ich einfach weg. Lieben, es ist unmöglich. Es ist genau das Gleiche, was, wie gesagt, Billy Graham auch verbreitet. Katholiken lieben Jesus auch. Gibt es Katholiken, die Jesus lieben? Keine Frage, ja? Aber wenn ich die Wahrheit liebe, wenn ich Jesus wirklich liebe, dann führt es mich in die ganze Wahrheit hinein. Und das ist nicht dann einfach nur zu sagen, ja, sie lieben alle Jesus und das reicht dann aus. Es widerspricht dem, was Jesus selber sagt in Johannes 14, Vers 15. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. In Johannes 8, Vers 31 sagt er, ihr seid wahrhaftig meine Jünger, wenn ihr an meinem Wort bleibt. Und dann werdet ihr die Wahrheit erkennen, wenn Christus erkennen, was er will, was er für einen Plan hat für unser Leben, was seine Lehre ist. Und diese Wahrheit wird uns frei machen. Und das ist das, was wir brauchen. Und wenn wir jetzt an diesem Punkt gerade sind und wir hier von Ökumene sprechen, was wir pushen wollen, dann wollen wir uns noch einmal Catherine Kuhlman anschauen. Weil es ist interessant, dass wenn wir sie studieren, und wir haben uns schon mit ihr teilweise in Teil 1 beschäftigt, mit dieser dämonischen, creepy, unheimlichen Frau, diesem Gefäß Satans, und auch gesehen haben, dass Chuck Smith und auch Lonnie Frisbee sie halt empfohlen haben und ihr zu tun hatten, beeinflusst waren sehr stark von ihr. Wenn wir in diesem Kontext jetzt sprechen, ja, von Babylon, Ökumene und so weiter, dann wollen wir uns mal ein Bild jetzt schaffen, um noch ein volleres Verständnis zu bekommen an diesem Punkt. Denn Catherine Kuhlman, wenn wir in die Vergangenheit nochmal zurückschauen, ist interessant, sie war ja sehr stark in der Ökumene. Ich habe ja schon erzählt, dass sie auch immer vorne katholische Priester und Nonnen eingeladen hat, wenn sie gesprochen hat. Und sie hat interessanterweise auch an einem World Congress on the Holy Spirit 1974 in Jerusalem teilgenommen, also einem Weltkongress bezüglich des Heiligen Geistes, was nichts anderes war wie eine voll evangelikale ökumenische Veranstaltung. Und lass uns da mal einen kurzen Einblick, einen kurzen Eindruck davon bekommen. The very fact that I'm here, you know that I'm happy to be here. I'm here because I want to be here. I'm in the perfect will of God, standing where I am this very hour. Dear
Jesus, I give you praise. I give you praise. I give you praise. Nun, diese mit Stolz gefüllte Frau war absolut nicht im Willen Gottes. Warum können wir das so klar sagen? Wir haben schon Dinge studiert, weil es einfach gegen die Gebote geht und gegen das Zeugnis der Schrift. Und niemand sollte sowas von sich behaupten, dass er absolut im Willen Gottes steht. Ja, das ist absoluter Stolz. Selbst die Propheten, was wird über Mose gesagt? Einer der größten Propheten in der Bibel, dass er der demütigste Mensch war auf Erden. Natürlich neben Jesus. Ja, oder Johannes der Täufer. Habt ihr jemals jemanden hören sagen in der Bibel, da gibt es natürlich mehrere Stellen, die uns jetzt einfallen können, wo mehr der Stolz vorangetrieben wurde, Nebukadnezar natürlich, ja, Belzazar, aber auch der Pharisäer zum Beispiel in Lukas Kapitel 18, der dort steht im Tempel, der betet im Tempel, im Tempel Gottes und dann einfach sagt, ich tue das nicht und das und so weiter und seine ganzen guten Werke voranstellt vor Gott und sagt, schau mal, ich bin nicht so wie derjenige da drüben, wie der Zöllner und sich einfach, ja, sozusagen auf die Schulter klopft und gewiss seiner Sache ist. Was ist mit dem passiert? Ist nicht angenommen worden. Ja, dachte, dass er Jesus angenommen hat, aber Jesus sagte ihm, ich kenne dich nicht, du, der du das Gesetz übertrittst. Und was wir gerade kurz in diesem Ausschnitt gesehen haben, dass Catherine Kuhlman hier Leute geheilt hat, das ging lange, ja, für Stunden ging das so weiter, dass sie dort Menschen geheilt hat angeblich, wir haben das schon besprochen. Aber ich glaube, dass jeder, der von ihr nicht nur damals geheilt wurde, sondern auch in anderen Veranstaltungen, von den massenweisen Veranstaltungen, die sie durchgeführt hat, dass, glaube ich, jeder, der von ihr sozusagen geheilt wurde und nicht zu der Erkenntnis gekommen ist, dass diese Frau vom Teufel ist und Gott ernsthaft um Reue gebeten hat, wenn das nicht in der Autobiografie eines Menschen zu finden ist, glaube ich, diese Person fortweg belastet ist von dämonischen Einflüssen und offen ist für dämonische Einflüsse in seinem Leben. Nun, diese Treffen in Jerusalem war eine ökumenische Veranstaltung, die alle möglichen Facetten an Meinungen zugelassen hat. Und Catherine Kuhlman war eine der Hauptsprecherinnen dort, die eine große Masse an Leuten angezogen hat. Und diese ökumenische evangelikale Veranstaltung war wiederum natürlich ausgerichtet von anderen sehr fragwürdigen Persönlichkeiten. Und Catherine Kuhlman hat diese Einladung angenommen und stand auf der gleichen Plattform mit diesen Menschen. In Offenbarung 18, Vers 2 sagt die Bibel uns, und er rief kraftvoll mit lauter Stimme und sprach, gefallen, gefallen ist Babylon, die Große, und ist eine Behausung der Dämonen geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel. Und das ist exakt eine Beschreibung der Dinge, die wir hier sehen. Und in diesen Kreisen wird ja sehr stark auch auf dieser Veranstaltung der Heilige Geist immer emporgehoben. Ja, das ist ganz üblich, heute auch in charismatischen Kreisen. Aber die Bibel sagt uns, dass es eine Behausung der Dämonen geworden ist. Ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel. Denn die Bibel sagt uns auch in Johannes 16, Vers 3, dass der Heilige Geist eben nicht das zentrale Thema sein sollte. Dass er sich nicht in den Vordergrund rückt, dass er sich nicht die Hauptplattform selber gibt, sondern dass er Jesus in den Mittelpunkt stellt. Der Heilige Geist erlaubt sich gar nicht, die Hauptperson zu sein, sondern vielmehr Jesus, sehen wir in Vers 14, soll glorifiziert werden durch den Heiligen Geist. Daher können wir dieses sogenannte Getauftwerden im Heiligen Geist ganz klar identifizieren, dass es nicht durch den Heiligen Geist geschieht, sondern durch Dämonen, dass Menschen dämonisch belastet werden und natürlich ein falsches Evangelium dann auch der Welt hinaustragen. Und in diesem Kontext jetzt, lass uns mal jetzt weiter anhören, was Jonathan Rumi sagt. And learn from each other. There's so much that we have to learn from each other. I love that community. I love their fearlessness in proclaiming the gospel to people that they meet. I love how they catechize, you know, in their services. I think there's so much for us to learn, and there's so much that they also appreciate about the tradition that they were born out of. And if I can help bridge that in some way as a performer or by my own witness through my work,
Then that becomes part of my holistic mission to serve God. Und hier sind wir wieder bei Galater Kapitel 1. Selbst wenn ein Engel vom Himmel kommt und euch ein anderes Evangelium verkündigt als das, was ich euch gebracht habe, sagt Paulus, der sei verflucht. Und abermals sage ich euch, wenn ein Engel vom Himmel kommen würde, dann sagt er wieder, diese Person sei verflucht. Warum? Weil das Evangelium das einzige Heilmittel ist für das Problem der Sünde. Und Gott spielt da nicht mit rum. Er hat seinen Sohn gesandt, hat ihn in den Tod hineingegeben, dass er die ganze Sündenlast von uns auf sich nimmt. Und jetzt kommen Leute daher und verbreiten einen Erlösungsplan, der auf einmal in verschiedenen Kirchen zu finden sein soll. Ja, weil wir alle irgendwie Jesus lieben, haben wir alle was gemeinsam. Und deshalb sagt ganz deutlich, Gott ist so scharf damit, weil er weiß, dass Menschen, wo er sein Leben für gegeben hat, für ewig verloren gehen aufgrund dessen. Die Bibel lehrt viel mehr in dem Verständnis des ewigen Evangeliums, dass wir, ja, wir können zu Gott kommen, wir können nichts für unsere Erlösung erstmal tun, wie im Katholizismus gelehrt wird, ja, dass ich meine Werke voranstelle, bevor ich angenommen werden kann. Das geht nicht. Ich kann das Geschenk tatsächlich nur annehmen. Es ist ein Geschenk, die Erlösung erstmal, ja, dass mir meine Sünde vergeben wird. Das ist biblische Rechtfertigung. Aber im gleichen Atemzug führt Gott mich dann durch diese Gnade dazu, dass die Gnade nicht nur meine vergangenen Sünden abdeckt, sondern dass diese Gnade gegeben wird nach Titus Kapitel 2, Vers 11 und 12, dass es eine Kraft ist, oder wie Römer 1, Vers 16 beschreibt, die Kraft des Evangeliums, die Gnade Gottes, dass ich jetzt ein heiliges Leben leben kann und jeglicher Sünde abschwöre. Im Katholizismus wird das nicht gelehrt, auch in evangelikalen Kreisen, die zwar Vergebung, Rechtfertigung dahingehend richtig verstehen, dass es ein Geschenk ist und dass man nichts dafür tun kann, aber dann nicht fortlaufend weiter das biblische Konzept des Evangeliums verstehen. Sondern teilweise, das muss ich auch fairerweise sagen, ist auch Gehorsam spielt natürlich eine Rolle, keine Frage, gibt es auch Kreise zu, die da ehrlich sind, die auch sagen, dass man mit Sünde brechen muss und so weiter. Aber dass die volle Runde gegangen wird, dass, wie Paulus sagt in 2. Korinther Kapitel 7, Vers 1, meine Lieben, weil wir nun diese Verheißungen haben, lasst uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes und unsere Heiligung in Jesus Christus vollkommen machen. Das ist nicht ein Konzept, was gelehrt wird, sondern dass es vielmehr etwas ist, was halt gut, ich werde jetzt Christ, ich lasse manche Dinge sein, ja, und weil ich auch Zeugnischarakter abgeben will und die Welt, aber die volle Runde zu gehen, die Kraft des Evangeliums zu lernen und anzunehmen, zu glauben, und zu erfahren und Gott damit die Ehre zu geben, das ist nicht ein Konzept, das selbst in sogenannten konservativen, noch relativ biblischen Kreisen des Protestantismus gelehrt wird. Es ist nicht da. Es sind zwei verschiedene Evangelien, wobei es nur eins gibt. Und jetzt kommt Jonathan Rumi daher, der dann sagt, ja gut, ja, wenn du mit dem zusammen bist auf dem Set und mit dem und dann lernt man die Ideen kennen. Das ist ja genau das, was in Nehemia 6 passieren sollte, wo Nehemia klug war und hat gesagt, weg mit euch. Und wir bauen hier alleine die Mauer auf, was ein Symbol war, ja, für das Gesetz Gottes, was schützt und so weiter. So, jetzt kommt Rumi hier als Katholik und sagt, okay, was die Evangelikalen da tun, das ist ja interessant, wie sie das Evangelium verkünden, weitergeben, er liebt das, hat er gesagt. Das ist einfach, ja, obwohl er selber ja ein anderes Evangelium lehrt, wie du zu Gott kommen kannst, einen anderen Erlösungsweg hast. Seht ihr, wie konfus das ist? Wie babylonisch das Ganze ist? Das ist einfach nur noch durcheinander, wofür Babylon steht. Ja, Rumi, der derzeit sicherlich einer der Hauptevangelisten, Missionare ist für Babylon, ist der diese Idee jetzt durch The Chosen, Jesus Revolution und so weiter pusht, durch diese Interviews. Und leider viele, viele Menschen in christlichen Kirchen durchweg, kannst durchweg schauen, gucken sich diese Dinge an und merken gar nicht, wie sie infiltriert werden mit diesem ökumenischen Geist, der aus the bottomless pit, ja, von unten herkommt, aus dem Abgrund kommt. Things about Lonnie's life that did not make it into the film. Why do you think they chose to focus on the things that they did and not to go into all the other areas? Because it wasn't a film about Lonnie. It was a film about this movement. And this movement wasn't just about Lonnie. It was about Chuck Smith. This story was about Greg Laurie's, you know, coming of age spiritually. So it was the intersection of these personalities
which is what created this explosion of faith. Specifically, Chuck and Lonnie, their coming together was like nitro meets glycerin, and that set this movement on fire. I mean, Christ appeared to Lonnie in a vision that told him, before he ever met Chuck Smith, that he was going to bring thousands of hippies to himself, to Christ. And he looked out over, you know, he looked out in this vision at the Pacific Ocean, and instead of being filled with water, it was filled with people, with hippies just yearning for God. And that's exactly what he did. He also professed to Greg Laurie that he saw that God was going to use Greg to minister to thousands of people as well. And I mean, Greg Laurie has these Harvest Crusades. Mm-hmm. I mean, I went to one in November. I spoke at one in November. It's 40,000 people there. And probably over 1 million people have, I think, I forget the statistic, but over the last 30 years or whatever, however long Pastor Greg's been doing this, you know, hundreds of thousands, if not over 1 million people have seen Greg Laurie preach. So he was prophetic, he was apostolic, he was charismatic, and he worked with the Spirit intimately, and he was in love with Jesus Christ. Und viele Menschen werden jetzt zufrieden sein mit dieser Erklärung von Jonathan Rumi, warum sie den Hintergrund von Lonnie Frisbee nicht in dem Film porträtieren. Ich sehe aber ein großes Problem damit, weil erstmal, ja, diese Tausenden von Menschen, die er dort gesehen hat, diese Vision im Ozean, was sich dann nachher erfüllt hat im Leben von Greg Laurie. Nochmal, sagt die Bibel uns nicht, dass es viele sein werden, die glauben, dass sie in Christus gegründet sind, aber verloren gehen? Und nochmals, man kann einfach die Tatsache nicht leugnen und trennen davon, dass, und lass es mich so sagen, stell mal vor, ihr werdet ins Kino gegangen und jemand stand davor, hätte euch eine Werbung gegeben, eine ehrliche Werbung, und hätte euch einen Hintergrund gegeben zu diesen Persönlichkeiten. Glaubt ihr, wie viele Menschen viel mehr den Fakt gesehen hätten, dass man sich nicht einfach verbergen kann und trennen kann, dass Lonnie Frisbee eben nicht nur sehr wahrscheinlich ein homosexuelles Leben gelebt hat, zu vielen Teilen seines Lebens, dass er eben mit dem Okkulten und Spiritismus zu tun hatte, bereits in den frühen Jahren der Jesusbewegung. Ich weiß, dass Leute, wenn ich sowas sage, dass sie das aufregt. Aber nochmals, der Heilige Geist kann nur gegeben werden, entsprechend Glauben natürlich, Epheser 3 und Apostelgeschichte 5, Vers 32, entsprechend nach Gehorsam. Nur dann, Gott benutzt schwache Menschen, keine Frage. Ja? Aber wenn ich in diesen Dingen verharre und das auch noch beschönigt wird, Gott gibt seinen Geist nicht, um eine solche Bewegung loszustarten, wo wir eben auch sehen, dass die Bewegung eben nicht zum Gesetz Gottes und zur ganzen Schrift geführt hat. Und erinnern wir uns nochmal daran, dass auch Lonnie Frisbee seine angebliche Bekehrung erlebt hat durch eine Vision, die er von Gott bekommen haben soll, während er auf LSD war. Als wirklicher Katholik hätte Jonathan Rumi niemals Lonnie Frisbee spielen dürfen, weil er eben, Lonnie Frisbee und auch Greg Laurie, ein anderes Evangelium predigen als die Katholiken. Es ist immer noch nicht das volle, ewige Evangelium, aber es ist, zumindest kann man sagen, konträr zum katholischen Verständnis, wie man erlöst wird. Aber vielmehr feiert Jonathan Rumi den sozusagen Anführungsstrichen Protestanten Greg Laurie vielmehr. Und auch Greg Laurie, haben wir gehört, hat auch ihn als Katholiken, Jonathan Rumi, eingeladen, um auf diesen Harvest Crusades Veranstaltungen zu sprechen. Und wie wir auch bereits studiert haben, in diesen Bewegungen haben wir nicht gesehen, dass die Menschen auf ein höheres Level geebnet wurden, sondern eher das Christentum herunter auf eine menschliche, fleischliche Ebene gehoben wurde. Und das sehen wir heute ausgedrückt in vielen charismatischen Kreisen. Was nicht viel mehr ist als Babylon, ja, ist alles in einen Topf geschmissen. Und deshalb unser Text nochmal von Offenbarung 16. Das ist Ökumene, das ist ökumenische Bewegung, die dahin führt, die Menschen zu sammeln im christlichen Gewand und im Spiritismus, um gegen Gott zu kämpfen, und die Leute merken es nicht. Hat Jesus nicht gesagt, dass sie auch am Ende der Zeit, dass sie euch töten werden, dass sie denken, Gott damit einen Gefallen sogar zu tun. So weit kann das gehen. Das ist, was unser Herr uns gesagt hat, was passieren wird.
Das liegt aber einfach daran, weil Menschen nicht mehr tief in der Schrift sind und täglich sich vom Heiligen Geist in alle Wahrheit demütig führen lassen. Jesus sagt in Johannes 7, Vers 17, dass wenn ihr den Willen des Vaters tun möchtet, dann werdet ihr erkennen, was Wahrheit ist. Ja? Es ist zu wenig Schriftstudium da, es ist ein sehr oberflächliches Christentum. Die Emotionen werden über die Schrift gesetzt und dann lässt man sich täuschen auch von Menschen, die eben das Ganze charismatisch spielen und in hohen Tönen von Jesus sprechen, aber zugleich ihn in den Früchten ganz klar verleugnen. Did you know anything about him before you started? Nothing. I knew nothing about him. What kind of research did you want to do? All the research. I mean, I read about him. I read at least the first book in his autobiography because I didn't want to go too far ahead, but I read enough on, you know, various sources. Hat er also über seinen Lebensstil gewusst? Über den Okkultismus, über den Mystizismus, über den Spiritismus? Hat er das gewusst? Nun, was ich nur sagen kann, ist, dass ein wahrhaftiger, gläubiger Mensch auf der Bibel steht, der würde solche Dinge nicht spielen. Der würde überhaupt gar nicht als Schauspieler leben. Und der würde sich solche Dinge auch überhaupt nicht anschauen, weil Filme an sich ja sowieso die ganze Geistlichkeit eines Menschen total beschädigen. Es nimmt dir die ganze Lust, das Verlangen, im sozusagen nüchternen Wort Gottes erstmal zu lesen, weil das Wort nicht auf diesen Prinzipien arbeitet wie Filme, wo Emotionen und so weiter aufgebaut werden und etwas geschaffen wird wie Traumwelten und so weiter, dass wenn du dann in die Bibel reinguckst, die erstmal sehr nüchtern wirkt, dann ist es einfach nicht mehr spannend für dich. Diese Lust, ja, daran zu lesen, ich habe das in meinem eigenen Leben erfahren, muss ich sagen, die geht verloren, das Verlangen, wirklich. Aber wenn man mal reingeht in das Wort, dann ist es überhaupt nicht mehr irgendwie in dem Sinne nüchtern, sondern es lebt auf und es ist wunderbar, es ist das größte und wunderbarste Buch, was wir haben. What is it that they told you about him that you think most affected your performance? And the fact that he actually, you know, performed the miracles that people write about and that are written about in this book, that, you know, people had seen him perform, like heal blindness and wow, all sorts of, like, they said, like, this one guy that came out of Calvary that was dear friends with Lonnie at that time that the movie takes place, he said it was like walking with an apostle. Like, it was not like nothing, like no other experience he's ever had in his life. Und das ist etwas, was wir natürlich immer wieder hören. Und das ist auch der Grund, warum Jesus sagte, dass viele Wunderheiler auftreten werden in meinem Namen und die Massen verführen werden. Deshalb ist es so wichtig, biblische Heilung zu studieren und biblische Heilung wirklich einordnen zu können und zu verstehen. Und ich habe dazu auch übrigens ein Video gemacht, beziehungsweise zwei Videos in meiner Serie Gefangene im New Age, das ist Teil 10 und Teil 11, wo ich zwar im Kontext von New Age über Geistheilung und Heilung und so weiter spreche, aber ganz klar einfach konträr gegenüber biblischer Heilung aufzeige, was das wirklich ist, woran man das wirklich erkennen kann und wie der Satan das auf der anderen Seite wiederum missbraucht. Aber Lonnie Frisbee widerspricht an verschiedenen Punkten der biblischen Heilung. Und Jonathan Rumi führt die Leute jetzt nicht zum Wort, um das zu verstehen, was ist biblische Heilung, sondern vielmehr zum Mystizismus, zum Spiritismus, zu falschen Zeichen und Wundern, vor denen Jesus ganz klar gewarnt hat. Ja, genauso wie Lonnie Frisbee. Und es ist eigentlich fast ironisch oder passend sozusagen, dass der eine Mystiker jetzt den anderen Mystiker hier spielt. People are uncomfortable with imperfection in the church. And, you know, fortunately, God is not uncomfortable. And he uses us despite our imperfections, and thank God for that. And he doesn't always pick the usual suspects to spread his message. He hardly ever picks. I don't think he ever picks the usual suspects. No. Und ja, wir sind alle abhängig. Auch ich bin abhängig, ganz allein von Gottes Gnade. Aber das ist typisch, dieses Verständnis, was wir hier hören, wie das verbreitet wird in vielen christlichen Gemeinschaften. Solange du Jesus nachfolgst, auf irgendeine Art und Weise, wirklich konsequent mit Sünde abzuschließen in deinem Leben, ist nicht wirklich notwendig. Denn wir sind ja alle schwach irgendwo. Aber solange wir uns bemühen, am Ende des Tages kommt Gott mit dem Zauberstab und
und sind erlöst. Das ist aber nicht der Weg, den die Bibel uns zeigt, sondern wir müssen jetzt, hier, überwinden. Komplett abstreichen mit Sünde in unserem Leben. Und wir können das, weil Jesus Christus all die Kraft hat dazu. Und wenn wir aus dem Glauben heraus täglich leben, dann macht er uns zu Überwindern. Täglich macht er uns zu Überwindern. Jesus verspricht, wer überwindet, der wird alles erben. Und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Wiederum sagt er, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Es gibt kein Retten in der Sünde. Es ist nicht biblisch, sondern Gottes Gnade ist da, um uns zu vergeben, die Rechtfertigung, aber zugleich in der Heiligung, um komplett Sünde zu überwinden. Sie muss nicht einfach abgedeckt werden, sondern die Kraft ist da, um wirklich komplett es auszuradieren aus meinem Leben. Aber hier wird Sünde verniedlicht und runtergespielt und auch wahre, echte Reue und Bekehrung. Und dadurch werden Leute eine billige Gnade akzeptieren und die Kraft des Evangeliums niemals erfahren und werden verloren gehen. Und darum geht es hier. Einige Stimmen werden natürlich laut werden und werden sagen, Timo, warum musst du das jetzt alles so schlecht machen? Aber wisst ihr, darum geht es ja gar nicht. Es geht nicht darum, einfach nur etwas schlecht zu machen. Ich verbringe jetzt keine Wochen Zeit damit, etwas auszuarbeiten und euch zu präsentieren, weil ich einfach Lust daran habe, irgendwas schlecht zu machen. Darum geht es nicht, ja? Sondern es geht darum, dass Menschen verloren gehen. Weil Eindruck verbreitet wird, dass du in deinen Sünden gerettet werden kannst durch dieses oberflächliche Christentum, was jetzt die Massen annehmen werden und biblische Prophetie mir sagt, dass das eine große, große Endzeittäuschung ist. Weil wir sehen das immer mehr verbreitet, dieses Verständnis, dass einfach nur Liebe in den Vordergrund gerückt wird, die Trennung vom Gesetz aber stattfindet zur gleichen Zeit, was Anmaßung ist. Ich habe es schon mal erwähnt, es ist Spiritismus, was hier stattfindet. Ja? Es ist alleine der Teufel, der dir sagt, dass du das Geschenk annimmst, ohne die Bedingungen zu erfüllen, im Sinne dessen, dass du Jesus dann treu wirklich nachfolgst. Ja? Dass du mit Sünde in deinem Leben komplett brichst. Denn es war ja Jesus selber, der wegen einem gebrochenen Gesetz, natürlich aus Liebe heraus, aber dennoch ist er aus einem gebrochenen Gesetz, ist er zum Erlöser der Welt geworden, weil Adam und Eva übertreten haben. Ja, 1. Johannes 3, Vers 4, Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Und aufgrund dessen, weil das Gesetz gebrochen war, dieses Gesetz, was so heilig ist, wie er selber heilig ist, ist er zum Erlöser der Welt geworden. Weil das Gesetz, was vollkommen heilig ist, erwartet vollkommenen Gehorsam. Das konnte nur jemand machen, der vollkommener Gott ist, dann vollkommener Mensch zugleich Zeit wurde und dann in fleischlicher Natur uns gezeigt hat, wie man das Sündenproblem lösen kann. Das konnte nur Jesus Christus alleine machen. Deshalb sagt die Bibel auch in den Psalmen, dass Gerechtigkeit und Gnade sich am Kreuz geküsst haben. Aber was hier passiert ist, dass man den Gehorsam, diesen Teil und die Gebote halten, wegnimmt. Wisst ihr, manchmal sagen die Leute, wie kann man so legalistisch sein? Aber ich möchte euch mal fragen, was ist ein Legalismus? Dann war Jesus der größte Legalist, ja? Weil er vollkommen die Gebote gehalten hat. Wer sagt denn, wenn deine Stadt oder dein Land dir vorgibt, dass du dich an die Verkehrsregeln halten sollst oder das tun sollst, wer sagt denn dann zum Staat, dass der Staat legalistisch ist, bitte? Das würde uns gar nicht in den Sinn kommen, wenn es vernünftige Gesetze sind. Und wie viel mehr sind die Gesetze Gottes vernünftig, ja? Aber wir kämpfen dagegen und meinen, ja, das stimmt nicht mehr, das gehört jetzt nur noch zum alten Bund und so weiter. Da können wir jetzt viele Fässer aufmachen, die ich auch in anderen Videos schon behandelt habe. Aber Gott konnte keinen Kompromiss machen. Er ist heilig. Er konnte das nicht trennen und will uns auch heute zeigen, dass wir auch keine Kompromisse machen sollen. Dass wir nicht Liebe und Gesetz voneinander trennen, sondern es eins ist. Ja? Und deshalb hat er dieses Problem für uns gelöst. Nicht damit wir es brechen, sondern damit wir ihm auch dahingehend folgen. Talk a little bit about what the reaction to the movie has been so far. It's been tremendous. I mean, you know, the box office alone kind of reflects what people have been saying. You know, we did more than double what we were projected to do in numbers. But more importantly than that, you know, I did an appearance in Fresno this weekend, and people were coming up to me saying that they were going to see the movie for the second and third time, that it had such an impact on them and their spirituality, that they really connected them to God by showing these flawed characters that
all of us can relate to in some way or another, that God uses these flawed people to reach people that desperately need to hear, you know, the message of love and compassion and mercy and forgiveness and salvation. And so I think that's been the takeaway. Ich kann nur hoffen, dass das nicht dein Takeaway sein wird, ja, was du mitnimmst aus diesem Film. Was immer wieder promotet wird, ist Jesus Revolution, dass dieses Wohlfühlevangelium, was eben nicht wirklich wahrhaftig Sünde darstellt, wie Sünde ist und zur echten Reue führt und einfach den Fakt ignoriert, wie in Johannes 16, Vers 8 gesagt wird, dass der Heilige Geist eben uns Sünde überführt. Das ist ein billiges Evangelium, billige Gnade, die verkündet wird, ja. Immer wieder dieser Fakt, Fokus darauf gelegt wird, ja, wir sind alle schwach und so weiter, ja und so weiter. Ich höre das auch immer wieder gepredigt. Leute, das Evangelium hat Kraft, uns zu befreien. Jesus rettet uns nicht in den Sünden, aber eine ganze Generation wird hier fehlgeleitet, Jesus Christus auf dieser Basis herunterzunehmen, ihn auf dieser Basis anzunehmen, eine Form der Frömmigkeit anzunehmen, die aber die Kraft des Evangeliums verleugnet. Started preaching with Chuck and hippies started coming to church by the droves. I mean, Lonnie could just walk to a beach and start preaching and all these kids, these young, troubled, lost souls, hippies, disillusioned, you know, former addicts started coming to church and getting saved, and it just sparked this giant revival that swept across the country and ultimately the globe. And I think we're seeing a little bit of that now in places like Asbury University, a little bit of a throwback to this time. Jonathan Rumi, ein weiterer Katholik, der glaubt, dass der Heilige Geist dort in Asbury am Führen war, der dort gewirkt hat. Das ist interessant, weil Asbury eigentlich ein Platz ist, der die katholische Version des Evangeliums ablehnt. Aber wir haben dort sehr viele Katholiken halt eben gesehen auch. Und er glaubt auch, dass Gott dort am Leiten war. Das ist natürlich dieser ökumenische Geist, ja, alles zusammen jetzt zu führen, in diesen Topf Babylons hinein. Aber könnte es sein, dass diese Dinge, die wir hier sehen, auch Asbury, dass wir sehen, dass das alles orchestriert ist? Zur gleichen Zeit, diese Filme hier rauskommen, The Chosen, all diese Dinge, wisst ihr, hinter diesem ganzen Ding, die Bibel sagt nicht umsonst, herrscht ein Geist eines großen Betrügers, the great deceiver, der die ganze Welt verführt. Woher sollten wir da glauben, dass wir nicht vielleicht auch verführt sind, dass selbst wenn die Auserwählten in der Gefahr liegen, verführt zu werden? Wir müssen es nicht, wenn wir uns an diese Prinzipien halten, mit ganzem Herzen Gott suchen und nach Wahrheit suchen. Denn die Massen werden getäuscht, weil sie eben nicht tief in diesem Wort drin sind und verändert werden, sodass sie bestehen können, wenn der große Sturm kommt, der jetzt hier gerade vorbereitet wird. This, you know, movie meant a lot to the faith community and your character especially. So how was kind of taking on that role? Well, of course, I wasn't aware of that when I took on the role. So, but I did discover that Chuck Smith had a pretty long shadow, and he cast a long shadow across the universe of faith. Nun, Kelsey Grammer, der Chuck Smith spielt und der hier vorgestellt wird, durch den Interviewer mit den Worten, dass dieser Film und dieser Charakter für die christliche Gemeinschaft sehr viel bedeutet. Es ist sehr interessant, dass wenn man sich dieses Interview weiter anschaut, dass Kelsey Grammer hier über den Einfluss der Metaphysik spricht und gibt auf Grundlage dessen eine Definition des Glaubens, die viel mehr philosophischer, also spekulativer Natur ist, was den Glauben angeht. Aber Leute sehen das nicht, weil die meisten Christen nicht mehr im Wortstudium drin sind. Und das erinnert mich an Hosea Kapitel 4, Vers 6, wo es heißt, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis, denn du hast die Erkenntnis verworfen. Darum will ich auch dich verwerfen, dass du nicht mehr mein Priester seist und weil du das Gesetz deines Gottes vergessen hast, will auch ich deine Kinder vergessen. Und diese Erkenntnis hier meint nicht einfach nur die Gnosis, wie bei den Gnostikern, ja, dieses Wissen, dieses, ja, was kein anderer hat, sondern vielmehr die Erkenntnis Gottes, wie auch in Johannes 17, Vers 3, Gott wirklich zu kennen, dass man als Nachfolger Jesu die Stimme des Hirten wirklich erkennt. Wir sehen also einen Film, der Charaktere porträtiert, die im Okkultismus drin waren und es immer noch sind,
die homosexuelle Praktiken ausgelebt haben, die gestorben sind an AIDS infolgedessen. Ein Film, der vieles verschweigt. Ein Film, der den Katholizismus und die Ökumene vorantreibt und einen Katholiken als Hauptdarsteller mitporträtiert, der zu Maria nicht nur betet, sondern der auch Totenbeschwörung vorantreibt und praktiziert und Leute darin einführt. Und daher können wir zu Recht sagen, wie tief die Christenheit in der Finsternis sich befindet. Und dass Satan zu Recht aufgrund dessen die Möglichkeit hier hat, dass er seine Bühne vorbereiten kann für sein Kommen als falscher Christus. Und die ganze Welt denkt, oh, Jesus ist gekommen. Jesus ist gekommen. Wie leitet er das ein? Durch ein gefälschtes Christentum. Der richtige Jesus sagt, hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. Und das Problem ist, dass Menschen fokussiert sind auf das Äußere, auf die Schafskleider. Und deshalb hat Jesus gewarnt, dass wir nicht unseren Fokus auf das Äußere haben müssen, sondern dass wir tiefer hineinschauen müssen. Interessant ist dann, wie dieser Film endet. Leute beschreiben, die diesen Film geschaut haben, dass am Ende der Zeit Leute, die diesen Film geschaut haben, sie sagen, dass die letzte Szene dort Greg Laurie zu sehen ist, wie er dann von Chuck Smith einen Schlüssel überreicht bekommt, quasi symbolisch jetzt für seinen Evangeliumsdienst. Und diese Kirche im Hintergrund, die man dann sieht, absolut den Charakter einer katholischen Kirche prägt und darstellt. Und es ist wirklich symbolisch, ja, wenn wir das sehen und das Ganze hier studieren. Lass mich abschließend euch jetzt eine Szene noch zeigen, wie wir Greg Laurie sehen, wie er ein Interview führt mit Jonathan Rumi und auch John Irwin, der einer der Produzenten oder Direktoren vielmehr dieses Filmes ist. Und während die dort sprechen, reden sie über die Taufszene, die sie dort gefilmt haben. Und hört mal zu, was sie dazu zu sagen haben. We were doing the baptisms. I remember Jonathan was out in the water doing the baptisms. And he came to me between takes and he's like, man, I'm doing it just like Greg taught me. Just like the, you know, we had like a baptism school. He's like, but people are really getting saved. These SAG extras and the other people that came in. That and it was, I've never felt anything like that before in my life. Like God was just there. Praise God. And so I hope that happens when people see the movie. Ja, Menschen haben sich diesen Film bereits zu den Millionen angeschaut. Ja, bereits Millionen von Menschen haben sich diesen Film jetzt angeschaut und werden es auch weiterhin tun. Und es wird auch zu Bekehrungen kommen. Aber wie tief gehen diese Bekehrungen? Ja, wie stark werden diese Menschen wirklich auf einem Fundament stehen, dass wenn die letzte große Verführung kommt, dass sie wirklich bestehen können? Wenn sie nicht auf der Bibel stehen, sondern auf Emotionen das Ganze aufgebaut wird. Und nicht die Kraft des Evangeliums erfahren, stehen zu können. Wie viele Menschen, ja, wird hier klar gemacht oder wird hier etwas vermittelt, dass das Christentum ist? Haben wirklich ein Verständnis, was Christentum wirklich bedeutet? Wirklich wahrhafter Nachfolger Jesu zu sein? Was es bedeutet, mit allem abzuschließen, was mit dieser Welt zu tun hat? Sich ganz auf die Seite Gottes zu stellen? Aber das ist das, was der Teufel hier schafft, ja? Dass er die Menschen vorbereitet auf die letzte große Täuschung im Mahlzeichen des Tieres. Und den Teufel, das kann ich euch sagen, den interessiert das nicht, ob ihr in irgendeine christliche Kirche geht. Das ist dem vollkommen egal, solange wir nicht komplett auf dem Wort stehen und danach leben. Er sammelt gerade eine große Armee von angeblichen Christen zusammen, um es so aussehen und erscheinen zu lassen, dass Gott sie führt. Daher zusammenfassend, Jesus Revolution proklamiert einen falschen Jesus, ein falsches Evangelium, ein Jesus und ein Evangelium, was ziemlich okay damit geht, mit deinem Lebensstil, was du so tust und so weiter. Ein Film, der dich einführt in den Okkultismus, in den Spiritismus, in die Ökumene, genau die Mächte, wie wir sie in Offenbarung 16 sehen. Und deshalb sagt die Bibel uns auch in Offenbarung 13 wiederum über den falschen Propheten und über das zweite Tier, dass
Sie es sind, die das falsche Feuer, strange fire, ja, vom Himmel auf die Erde herabkommen lässt, die Leute denken, dass Gott es ist, der sie führt. Aber deshalb müssen wir umso mehr unterscheiden lernen, durch demütiges Gebet, die Schrift studieren, denn die Auserwählten stehen selbst in der Gefahr, verführt zu werden durch diese Dinge, wenn sie das sehen. Wir müssen auf dem schmalen Weg uns befinden und auf diesem schmalen Weg weitergehen, der zum ewigen Leben führt. Dass wir die ganze Gnade Gottes in Anspruch nehmen, das ganze Licht, was er uns gegeben hat, wirklich in seiner Gnade ausleben, denn wir werden es sonst am Ende dieser Zeit nicht packen. Ich sag's euch, wir werden es nicht packen. Wir werden dahin gefegt werden. Es muss niemand. Ja? Aber wenn wir diese Bedingungen nicht annehmen, dann stehen wir in der Gefahr, wie die Bibel sagt, verführt zu werden. Ich hoffe aber, und das ist mein Gebet, dass wir gewarnt wurden in aller Liebe und dass wir diese Dinge, auch The Chosen, ja, wenn wir es angeschaut haben bisher, dass wir diese Dinge, unsere Finger davon lassen und auch Buße tun in diesem Bereich und dass wir das jetzt hier, diese zweiteilige Serie, auch mit Menschen teilen, dass sie gewarnt werden über diese Dinge. Ich glaube, dass die Studien, die wir gemacht haben in diesen beiden Teilen, sehr viel Input uns gibt, sehr viele Dinge anspricht, die wichtig sind, um ein aufrichtiges, fundiertes christliches Leben zu führen und gewarnt zu werden, unterscheiden zu lernen vor diesen falschen Dingen, die hier stattfinden. Abschließend möchte ich euch nochmal ermutigen, euch bei Projekt7.media das Buch Vom Schatten zum Licht kostenlos zu bestellen. Ihr könnt auch sehr gerne in meinen Telegram-Kanal kommen, den Timo Hoffmann Infokanal, wo ich immer wieder aktuelle Beiträge hineinposte und Dinge, die ich gerne mit euch teilen möchte. So lasst uns abschließend gemeinsam beten. Unser Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen danken, dass wir auf Grundlage deines Wortes dieses Studium betreiben durften und dass wir auch durch die Führung deines Heiligen Geistes erkennen können und unterscheiden lernen, was wirklich Wahrheit ist und was Betrug ist. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, für jeden Einzelnen von uns, dass es uns verlangt, tief jeden Tag in der Schrift zu forschen, um dich, Herr Jesus, kennenzulernen, das Original kennenzulernen. Und dass, wenn wir das Original gut kennen, dass wir all diese Dinge, die wir auch gerade besprochen haben, sehr schnell wirklich aufdecken können, für uns fassen können, wie wir das Ganze einzuordnen haben und dass wir nicht am Ende der Zeit verführt werden. Herr Jesus, ich bitte dich auch für all die, die sich in diesen falschen, abgefallenen protestantischen Kirchen sich noch befinden, dass du sie herausrufst aus Babylon, aus diesen Töchterkirchen der Mutter, der Hurerei, und dass sie sich den übrigen anschließen, die da halten die Gebote Gottes, einschließlich des 7. Tagsabbats, die den Geist der Weissagung wirklich ernst nehmen und den Glauben Jesu haben. Herr, ich danke dir für diese Zeit und dieses Studium. Danke für die Kraft, die du geschenkt hast, das Ganze auszuarbeiten, auch zu präsentieren und so, dass andere Menschen jetzt auch davon wirklich gesegnet werden. Ich danke dir im Namen Jesu. Amen. Und ich möchte euch auch nochmal abschließend herzlich danken, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dieses Studium euch anzuschauen und jetzt auch mit Menschen wirklich zu teilen, weiterzugeben, dass andere Leute davon wirklich profitieren und gesegnet werden. Und so möge Gott euch von ganzem Herzen segnen. Ich freue mich auf weitere Studien und bis dahin, Maranatha.